Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier noch bei Kavalorn im Lager. Ich würde aber jetzt gerne hier mal pennen wollen, weil es schon Nacht ist und ja. So, ist mir ein bisschen zu dunkel hier. Wir haben auch in der letzten Folge viele von unseren ehemaligen Brüdern, Kameraden getötet. Ich bin froh, dass Bloodwind tot ist. Ich finde es aber schade, dass sie das nicht genutzt hatten, um Bloodwind zu einem Verbündeten zu machen. Sodass er einfach sagt, so, scheiß drauf, was Gomez da sagt, ich bin jetzt auf deiner Seite. Das hätte ich jetzt mehr gefeiert. Und wir sind übrigens auch besser im Bogen geworden. Wir suchen jetzt aber noch jemanden, der uns ein paar Sachen abkauft. Wie sieht es mit dem aus? Eidan. Da muss ich erstmal zu Ende trinken. Alles klar bei dir? Jo. Okay, dann nicht. So, wir wollten... Nee, falsche Taste. Wir wollten Richtung alte Mine. Genau. Müssen wir jetzt hin? Haben auch angefangen, hier Bogen zu verbessern. Wie sieht es mit dem Bogen jetzt aus? Bogen ausgebildet. Volltrefferchance 15%. Wieso haben wir beim Bogen bessere Volltrefferchance als jetzt mit dem Schwert? Einhändig. Das muss mir mal einer erklären. Egal, ab in die alte Mine. Wie viel brauchen wir noch? 7.500 Erfahrungspunkte. Teleport-Dämonenbeschwörer, den müssen wir mal ausschalten. Nur den, den und den. Ich will jetzt nicht teleportieren. Ich will schon lieber auf Schwert gehen. So, dann sind wir jetzt hier. Nochmal speichern. Das soll eingekracht sein. Was ich jetzt nicht verstehe, wo ist da jetzt was eingekracht? Der eine Ork ist ja unten. Verbrüdere ich mich jetzt mit den Orks? Ist auch kaum zu glauben. Also mit ein paar von denen. Den Versklavten auf jeden Fall. Und jetzt brauchen wir noch das Ulumudu. So. Genau, hier oben sind die tot. Gegen die habe ich nichts. So, was ist mit dem? Ey, wehe, du tötest ihn. Santino! Den dafür töten. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. Ist jetzt alles meins. Okay, gut, dass er niemanden mehr tötet. So, hier war doch die Leiter, hä? Genau. In den Taschen. Der verprügelt ihn einfach immer wieder. Santino möchte ich bitte am Leben haben, ja? Kann er ihn gerne so oft verprügeln, wie er will, aber...
Solange ihr ihn nicht tötet, ist alles gut. Wo soll hier jetzt was eingestürzt sein? Komm, es hat einfach nur Bock gehabt, die alle umzubringen. Wo? So. Wo ist die Armbrust? Ich sehe die Armbrust nicht. Den Gardisten töten wir. Jetzt brauche ich wieder Leben. Gut, dass wir so viel jetzt an Heiltränken haben. Da ist ja noch einer. Randig. So. Den lassen wir am Leben. Weil er einen Namen hat. So, jetzt brauchen wir noch mal Heiltränke. Noch ein Bolzen. Das wird dir noch leid tun. Ja, ja, Brandig. Ach, die sind hier hochgeklettert. Um zu fliehen. Ja, machen wir nochmal ein Safe Game. Nur um sicher zu gehen. Dein Zeug gehört jetzt mir. Kriegen wir nicht auf? Okay, aber wir haben auch unendlich Dings. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. So, Ulbert Gardist. Gardisten will ich treffen. Gut so. Komm, triff den doch. Du bist wirklich lebensmüde, vor Zeugen jemand kalt zu machen. Ja, die sind auch selber schuld. So, jetzt brauchen wir noch mal ein bisschen Gesundheit. Gibt's hier oben was? Ne, hier oben gibt's nichts. Aua. So, warte mal. Nee, auf die. Diese. Yo! Gegen ihn komme ich nicht an. Ihn ist doch zu stark. Oha. Okay, da muss ich an denen also vorbei. Okay, dann heißt das auch nochmal ein bisschen mehr Stärke skillen. Irgendwo wird irgendwer noch abgemurkst hier gerade, höre ich. Du hast ihn umgebracht. Unten auf jeden Fall. Wer wurde jetzt abgemurkst? Da ist auf jeden Fall noch ein Templar, noch ein Gardist.
So. Ich habe nichts übrig gegen, also für Verräter. So, auch noch mitnehmen. Und weg mit dem. So, und Bolzen nehmen wir auch noch mit. Du hast ja nicht mal etwas Erz in den Taschen. So. Aber was soll ich hier jetzt... Jetzt wirklich, was soll ich hier jetzt eingekürzt sein? Ist alles so geblieben wie vorher. Die lassen wir da. Hier ging es ja zu den Minecrawlern, die nicht mehr da sind. Gehe ich mal von aus. Da liegt ja jemand tot. Grobes Schwert. Gardist. Okay, wenigstens einen einfachen Gardisten umgelegt. Und niemand mit Namen. So, dann hier nochmal. So, speichern. Und weiter rein. Hier auch nochmal. Ach, hier der. So, noch einmal. Gesundheit. Komm ein bisschen schneller neu hier. So. Hier auch nochmal. Die Buddler können meinetwegen rennen, wo so oft sie wollen oder wohin sie wollen. Alter, der... Okay, der ist stärker. Du weißt es noch nicht. Guter Klinge. Alter. Okay, gegen den kommen wir nicht an. Der ist doch ein bisschen zu heftig. Und weg mit dir. Es gibt hier tatsächlich noch Leute, gegen die sind wir noch zu schwach. Was ist mit dem? Boxklave? Warte, da. Okay, mit dem kann ich nicht interagieren. Da oben können wir jetzt auch erstmal nichts machen. So. Also, von der Seite. Wie erledige ich den da? Oder ihn? Alle drei namentliche Sumpflagerleute getötet. Weil er stärker war als die. Liegt's an meinen Waffen oder liegt's an meiner Stärke? Muss ich doch vielleicht mit der Stärke noch weiter höher gehen. Ich bin schon eigentlich relativ gut, was Stärke angeht, glaube ich. Oder hatte ich zumindest geglaubt. 106. Reicht das nicht?
So, ist das hier der Kollege, mit dem ich quatschen muss? Noch ein Orksklave? Hä? Wo ist der hin? Oh, ich kann hier einfach durch. Blasebalg. Hier kann ich nicht so rein. Oder warte mal, wie war das nochmal? So. Ne, da kann ich so nicht rein. Okay. Wäre lustig gewesen. Erwache. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Hä? Was liegt an? Was liegt an? Hör mal. Musst du eigentlich jeden anquatschen, der hier rumläuft? Jo, wie viel Erz hat er? Okay, die Suche nach Ulumulu. Der verbannte Schamane verriet mir den einzigen Weg in den unterirdischen Schläfertempel unter der Orkstadt zu gelangen, ohne gegen alle Orks kämpfen zu müssen. Ich brauche ein Ulumulu, eine Art heilige Ork-Standarte, die von allen Orks als Symbol respektiert wird. Ein Freund von Urshak, der in einer Mine der Menschen gefangen gehalten wird, kann mir eine solche Standarte herstellen. Ist das vielleicht... Ich kann mir wohl vorstellen, dass er vielleicht dann doch noch im alten Lager ist. Aber hier das im neuen Lager, die Mine. Hier im alten, in der alten Mine, vom alten Lager. Hier macht das irgendwie gar keinen Sinn. Weil also aus dem Sinne oder aus dem Grund, dass hier im neuen Lager die Mine, die neue Mine, oder freie Mine, wie die auch genannt wird, da ja Jackal und so weiter rumstanden. Und ich glaube, hier wäre man so oder so nicht hingegangen, weil das Gerücht herrscht, auch dass es eingestürzt sein sollte, obwohl sie nicht eingestürzt ist, wie wir sehen. Da werden wir noch später kämpfen. Ich muss halt stärker werden. So, nochmal ein gewaltiges Stück. So, dann wollen wir hier noch hoch. Ich finde es super, wie die alle jetzt weglaufen. Die haben alle Angst vor mir. Weil ich hier alle Gardisten, okay, fast alle, ausgeschaltet habe. Aber ich finde es heftig, wie stark Ian ist. Als Beispiel. Ah, da. Da ist der Ausgang. Santino, ich tu dir doch nichts. Dann wird er halt verkloppt. So, dann gehen wir mal in Richtung neue Mine, neues Lager. Was war denn jetzt mit der Musik? Okay, passiert nichts. Nur, dass ich mich in die eine Richtung drehe. So, ich wäre dafür, dass wir noch einmal den hier trinken.
Der ist echt super, finde ich. Wir damit richtig schnell laufen können. Für ganze 5 Minuten können wir damit richtig schnell rennen. So, hier einmal rüber. Dann gehen wir mal hier rum. Kommen wir am schnellsten in die ins neue Lager. Wir müssen halt hier noch ein bisschen springen. Können wir hier noch irgendwie was verkaufen? Ne, hier drinnen eher nicht. Das passiert mir nicht nochmal. Gehen wir nochmal wieder weiter. Ja, komm, wir gehen erstmal in die Mine rein. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Ah, okay. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Obwohl du nicht zu uns gehörst, hast du unserem Lager schon große Dienste erwiesen und dich mehr als bewährt. Wir bieten dir die Durchführung der Operation an. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Okay. Der erste Schritt, was wird dann der zweite sein? Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Warum gerade ich? Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine. Warum nicht? Ich muss ohnehin in die Mine. Was immer auch deine Gründe sein mögen, ich bin froh, dass wir diese Sache gemeinsam erledigen. Hier, nimm diesen Schlüssel. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Ah, nice, okay. Auf in den Kampf! Jo. Ah, und jetzt... Was war er jetzt? Ach, Gorn schon wieder? Fast hätte ich es vergessen. Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Er kann warten, wir haben jetzt... Okay, dann komm. Werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Okay, gut. Ich wollte schon los. Was wollt ihr, Wolf von mir? Solange ich damit nichts zu tun habe. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich finde super, dass wir die hier schon alle hören, obwohl die meilenweit weg sind von uns. So. Ich finde es aber echt schade, dass wir es nicht geschafft haben, die schwere Garderüstung zu bekommen. So. Ich dachte das. Erstmal abwarten.
Was willst Hallo. Du? Ja, gut, also Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Worum geht es? Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester ist fast nicht zu durchdringen. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern? Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Jetzt brauche ich ein Rasiermesser dafür. So, und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig? Und diese Information gibst du mir völlig uneigennützig? Nicht ganz. Wenn es mir gelingt, aus solchen Platten eine gute Rüstung zu zimmern, werde ich sehr schnell sehr viel... lassen wir das. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Wer bist du? Ich möchte den richtigen Bogen tauschen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Er hat auch 800 Erz. Also Schlüssel, schlüsselfreie Mine, Erzbrocken, also Truhenschlüssel, Fackel, Laborschlüssel. Flügel? Wo haben wir die Flügel jetzt her? Ich habe die jetzt nicht aus Versehen gekauft, oder? Was haben wir hier sonst? Da brauchen wir alles noch. Orkischer Talisman. Die lassen wir noch. Ach, Rüstung. Kriegerstimme. Leichter Zweihänder. Ach, Richtschwerter. So, 1, 2, 3. Grobes Schwert. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist sicher. Schwere Armbrust behalten wir. Wolfsfetzer. Leichte Arm. Ah, okay, die leichte Armbrust lassen. Obwohl, was hat er noch so im Sortiment? Aber für dich, man muss ja nicht gleich jeder wissen. Erstmal abwarten. Der müsste noch ein bisschen was da haben. So. So ein Rasiermesser nehmen wir mal mit. Dietriche nehmen wir alles mit. Mordrax Ring. Nee, Pfeil. Hat er hier noch etwas Besseres? Die Armbrust 85. Was macht die? 90, okay. So, sonst hat er nicht wirklich was, was wir brauchen. Das ist wirklich nicht mein Problem. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Ich dachte, das wird schon lange geklärt. Früher wäre das ganz anders gelaufen. So, dann können wir ihm noch das hier andrehen und das. Warte mal. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Ach komm. Geben wir ihm das auch noch mit. Dann holen wir uns die Dinger. Auch noch dazu. Die Pfeile. Und dann so viele Bolzen, wie es geht. So, kriegen wir die 3000 voll? 3162? Früher
ist ganz anders gelaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Warte mal. Leichter Zweihänder. Kann auch weg. Ich halte mich da lieber. So, was können wir. Was können wir schaffen? Die 4000 kriegen wir nicht hin. Das wird wohl nix. So. Ja, dann können wir den wieder zurückpacken. Den. Und den. Erstmal abwarten. Nee, das können wir nicht. Können wir den. Passt. Ja. So, dann wollen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall in die neue Mine oder in die freie Mine rein. Und da mal ein bisschen für Unruhe sorgen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.